Moin Moin und herzlich willkommen bei Lichtzeichen Hamburg. Ich habe euch kurz vor Weihnachten nochmal ein schnickes Tutorial eingepackt. Es geht einmal um die weißen Rahmen für Instagram, wie ihr sie erstellt mit Affinity Photo und damit eure Timeline ungefähr so aussieht. Ja, das habe ich auch mal gemacht und auf geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Monitor. Ich zeige euch heute ein nützliches Makro für alle Instagrammer. Und zwar machen wir einen weißen Rahmen um unser Bild. Das würde zum Beispiel so aussehen. Putz. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Denn wir haben das Problem beim Porträt. Foto beziehungsweise auf einem Hochkantfoto wird das Bild auf Instagram nicht so angezeigt, sondern so. Und dann denke ich mir, ja, zeige ich jetzt das oder das oder ich will aber alles zeigen. So. Dafür kannst du einen Rahmen erstellen. Dafür gibt es natürlich Apps auf allen möglichen Betriebssystemen für Handys. Ich wollte das aber selber machen und habe dann sozusagen erforscht, wie ich das auf Affinity Photo machen kann. Denn wenn ich hier schon sitze und das mache, kann ich das auch gleichzeitig machen. Denn am Schluss ist es echt nur ein Knopfdruck. Wenn ihr zum Beispiel so ein Makro runterladen würdet und sagt, ja, was passiert denn da? Ich kann nicht hier auf Rechtsklick einmal Edit Makro machen und dann zeigt er mir alles an, was dieses Makro macht. Und zum Beispiel wird hier das Dokument vergrößert, der Rahmen wird geändert und so weiter. Gut, fangen wir an, diesen Rahmen zu erstellen, beziehungsweise ein Makro für diesen Rahmen. Dafür drücken wir einmal zack auf Start Recording, gehen auf Dokumente, Resize Dokument. Und ich habe am besten herausgefunden, dass der Rahmen auf 1500 eigentlich am besten aussieht. Jetzt seht ihr aber, 1500 ist das aber nicht. Und zwar wollen wir das Bild selber kleiner haben. Seht ihr, die Ratio ist gleich geblieben. Dann drücken wir Resize und sehen halt erstmal nichts. Er bearbeitet es. Was wir aber gesehen haben, das Bild ist schon ein bisschen schärfer geworden. Was nämlich sehr gut ist, denn dann müssen wir keinen Hochpassfilter irgendwas machen, sondern findet die Foto, wenn es Bilder kleiner macht, macht es den Job schon sehr gut. Also die Bilder bleiben schon sehr gut scharf. Meiner Meinung. Dann weiter gehen wir auf Resize Canvas, klicken hier unbedingt das Schloss auf und machen 1500 mal 1500 einmal zack in die Mitte, Enter und Resize. So, jetzt seht ihr schon Resize Canvas. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Wir wollen einen weißen Hintergrund haben. Dazu klicken wir hier unten rechts, ja, auf Add Pixel. Zeigt er da auch an. Add Pixel. Dann eigentlich ist es egal, welche Reihenfolge das macht. Wir können den einfach runter machen. Dann sagt er, oh, cannot move. Wir müssen den einfach move back. Zack. Move nudes to bottom. Ja, das heißt, er sagt diesem Pixel, dass er ganz runtergehen soll und ist sozusagen wieder unser richtiger Hintergrund. Dann nehmen wir hier den Float Fill Tool und nehmen die weiße Farbe und klicken einfach hier rauf und zack ist unser Rahmen fertig. Machen wir hier auf Stop Recording und das ist eigentlich schon der ganze Makro, um so einen Rahmen zu erstellen, wie zum Beispiel für Instagram. Andererseits wäre es halt auch gut, dass ihr seht, ah, guck mal, so sieht das Bild vor einem weißen Hintergrund aus. Wenn ihr zum Beispiel etwas ausdrucken wollt und wollt sehen, wie es wirkt, bam. Nur als Beispiel. Das Ganze müsst ihr natürlich speichern. Ne? Add to Library, gibt den Namen,
Rahmen und jetzt ist wichtig, Hochkant, ja, zum Beispiel, dass das, dass ihr wisst, dass dieses Makro nur für Rahmen oder für Bilder sind, die Hochkant stehen. Genau, wenn ihr zum Beispiel ein Querformatbild mal habt, müsstet ihr einfach nur bei Resize Document diesen Wert verändern und nicht den. Denn wenn ich jetzt das beim Querformat mache, würde das dann so aussehen. Das wäre natürlich falsch. Ja, deswegen habe ich hier zwei Makros. Für den Querrahmen ist alles andere das gleiche. Resize Canvas wird 1500x1500 und ihr macht dann Add Pixel und so weiter. Deswegen habe ich hier zwei. Vielleicht finde ich in Zukunft irgendwie nochmal heraus, wie ich das anders machen kann. Aber das wäre zum Beispiel das Tutorial, wie ein Rahmen für Instagram macht. Und jetzt kommt der Trick. Ihr könnt das auch verbinden. Wenn ich jetzt als Beispiel 10 Bilder bearbeitet habe und die sind jetzt, ich sage es einfach mal, alle hochkant, dann klicke ich hier rauf, mache New Batch Job und kann dann hier Bilder addieren. Zum Beispiel nehmen wir hier die 3 Stück. Ja. Und mache dann für Instagram 1080x1080, mache ein Save Into natürlich woanders. Und dann gehe ich hier auf Makros und nehme den Rahmen hochkant und drücke auf Apply. Das heißt, jedes Foto bekommt diesen Rahmen, ja, den Hochkantrahmen. Tja, und so mache ich einen Klick, trinke noch einen Kaffee und habe alle Fotos für Instagram schon fertig. Ja, muss das nicht noch am Handy machen oder dies, das. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das ist eigentlich ein sehr nützliches Tool. Jetzt haben wir sozusagen Makros, Libraries und einmal die Stapelbearbeitung komplett mal verbunden. Wenn ihr da jetzt noch gar keinen Plan habt, ich habe da noch andere Videos, die das ein bisschen mehr einführen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Der Link ist in der Beschreibung. Ja, wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf alles. Feedback, Fragen und Smileys. Also, gehabt euch wohl und gutes Licht. I wanna take you for-